Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute möchte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in der ersten Zone abschließen können. Und zwar sind wir in der Küste des Erwachens. Dort sind wir jetzt einmal in der Obsidian-Zitadelle. Und hier gibt es ja verschiedene Fraktionen, wo wir einmal Schlüssel abgeben können. Und da wollen wir uns ein kleines Achievement angucken. Das Achievement schimpft sich einmal Obsidian-Champion. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Schließ hier unten aufgelisteten besonderen Begegnungen in der Obsidian-Zitadelle und den angrenzenden Lavafeldern ab. Und das sind insgesamt 4 Stück. Und diese 4 Events kriegen wir dadurch, dass hier Schlüssel bei den 4 Mobs abgegeben werden, die dementsprechend die Schlüssel annehmen. Wir können diese Schlüsselfraktion freischalten, indem wir die Main-Kampagne spielen und dann oben an dem Thron quasi zwischen Sebalion und Raphion auswählen. Und dann sieht das Ganze so aus, dass quasi einmal hier Furion steht, also Raphion im Englischen, auf den Koordinaten 27, 62. Und bei dem kann man dann quasi hier einmal Schlüssel abgeben. Wenn insgesamt 20 Schlüssel abgegeben worden sind, beginnt ein Event, da geht dann hier gehen ein paar NPCs runter in den Keller, machen eine Wand auf und dann kann man eine Rare-Spinne besiegen. Das ist eins von diesen 4 Events. Kleine Information, wie kriegt man die Schlüssel? Ihr müsst dafür einfach die Elite-Mobs hier an der Obsidian-Zitadelle umhauen und dann könnt ihr Schlüsselfragmente looten bzw. Schlüssel formen. Die droppen von den Gegnern. Die Schlüsselformen seht ihr, droppen ein bisschen schlechter, weil ich habe jetzt 600 von den Schlüsselfragmenten und keine von den Formen mehr. Also das Verhältnis ist da ein bisschen bescheidener, aber die droppen das auf jeden Fall. Am besten eine Gruppe umhauen. Der Counter zählt für alle Spieler, die hier unterwegs sind, also ihr müsst es nicht selber machen, ihr könnt auch einfach warten, bis andere Leute es abgeben, das Event starten. Das wird dann immer auch im Chat angezeigt, beziehungsweise auf der Map sieht man es dann ebenso. Das ist der erste Dude. Dann ein bisschen weiter oben haben wir dann einen Schmied stehen, den Schmiedemeister. Bei dem können wir auch Schlüssel abgeben. Hier haben wir jetzt zwar keinen Balken, aber wenn wir 10 abgeben, dann ist es so, dass das Event bei ihm startet. Den dritten im Bunde, das ist wieder eine von den 2 Ruffraktionen, das ist Sebalion. Der steht hier drüben. Wenn wir bei ihm 20 abgeben, geht auch eins der Events los. Und den letzten haben wir einmal da oben. Jetzt gucken wir mal, da haben wir Iggis, der auch quasi den Sack für Schneckenmount bietet. Und bei dem müssen wir auch 10 abgeben, um das letzte Event zu starten. Wie gesagt, ihr müsst theoretisch keins von den Schlüsseln selber abgeben. Ihr könnt auch warten, dass andere Spieler das machen. Wenn ihr natürlich selber mitarbeitet, geht das so ein bisschen schneller und könnt dementsprechend dann das Achievement schneller abschließen. Ihr seht, jetzt geht hier gerade eins von den Events los. Man sieht es auf der Map. Schatten des Todes. Und dann klicken wir da nochmal rein. Ihr seht, Schatten des Todes ist eines von diesen 4 Events. Ihr seht das ganz schön immer auf der Map. Es kommt auch ein Dialog, also man kann es, wenn man hier rumsteht, eigentlich kaum verpassen. Das Achievement war am Anfang ein bisschen buggy. Also falls ihr gedacht habt, okay, ich habe doch alle Events schon gemacht, warum hat es nicht funktioniert? Ja, das ist eins der vielen Achievements, die leider Blizzard verbuggt hat und man das quasi jetzt erst nach 1-2 Wochen der Expansion angehen kann. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachspielen. Habt ihr noch Fragen, dann gerne damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.